Also ich habe das Motiv mit dem Nicht-Wissen-Wollen am Schluss nicht mehr aufgegriffen, aber es ist doch sehr deutlich. Ja. Wir haben viele Untersuchungen. Wir wissen de facto, dass wir am Maximum der Ölförderung sind. Wenn Sie die Kommunikation der großen Ölgesellschaften hören, ja, oder Chefökonom Rühl, mein Lieblingsprotagonist der Ölindustrie von BP, sagt, Peak gibt es überhaupt nicht und es geht ewig weiter. Die Förderung seines eigenen Unternehmens geht leider runter, ne? Aber überall woanders soll es dann raufgehen. Die Politik will es nicht wissen. Beim Klima ist es ganz genauso. Wir wissen doch, was los ist, ja? Aber die Maßnahmen, die an der Nichtnachhaltigkeit ansetzen, zum Beispiel Reduktion der Kohle, Reduktion der CO2-Emissionen, nein, das machen wir nicht. Ja? Wir erfinden einen Emissionshandel. So, das ist natürlich eine tolle amerikanische Idee. Wir könnten eigentlich Fossile besteuern, da brauchen wir, da verdient niemand dran. Ja? Es ist ganz einfach. Aber genau das würde helfen und genau deswegen kommt es nicht. Ne? Wir wissen mehr, als wir wissen wollen und als wir zur Grundlage des politischen Handelns machen. Ja? Wir haben eine Kultur des Wegschauens und des Nicht-Wissen-Wollens, weil das ja bestehende Strukturen gefährdet. Na klar, das bestehende Geschäft hat ein Problem damit. Ja? Und strategische Entscheidungen im Augenblick, meistens sogar unternehmerisch, aber vor allen Dingen politisch, sind so: kurzfristiges Kalkül siegt über langfristiges, immer. Ja? Auch wenn es insgesamt eigentlich kontraproduktiv ist. Und ökonomische Interessen, so wie sie im Augenblick definiert werden, siegen immer über ökologische Interessen. Immer. Ja? Auch wenn es eine Selbstmordstrategie ist, was die Menschheit angeht. Die Grenzen der Natur können sie nicht überschreiten. Oder wie ich sage, das Wichtigste wäre eigentlich für Politiker, dass man Naturgesetze ernst nehmen muss. Ja, mit der Natur kann man nicht verhandeln. Fukushima ist das beste Beispiel, dass man mit der Natur nicht verhandeln kann. Ja? Nach dem Motto, geht es vielleicht auch ein bisschen billiger. Ne? Es geht billiger, ja. Aber ich frage, über welchen Zeitraum man rechnet. Es gibt ja so in der Presse und so in der Wahrnehmung, ein richtiger Ölexperte ist jemand, der sozusagen den Ölpreis von morgen voraussagen kann. Das ist ein richtiger Experte und wenn er das nicht kann, dann ist er keiner. Aber dann schauen Sie sich mal die Experten an. Ja, die Ölpreisprognosen der IEA, die sind sowas von daneben über die Jahrzehnte. Die Ölpreisprognosen der Banken sind sowas von daneben. Hat keine einzige jemals gestimmt. Ja. Außer dieser eine Ausreißer von Goldman Sachs vor ein paar Jahren, wo sie gesagt haben, der Ölpreis kann nochmal auf über 100 Dollar gehen. Das haben alle gesagt, die spinnen. Das war aber die einzige Prognose, die korrekt war. War aber vielleicht auch ein Zufallstreffer. Was wir beobachten, ist, dass Ölpreise über 100 Dollar für die amerikanische Wirtschaft offensichtlich eine Belastung sind, für die chinesische Wirtschaft nicht. Und wenn Sie jetzt den privaten Autoverkehr zum Beispiel anschauen, dann ist es auch völlig klar, ein arbeitsloser oder geringverdienender Amerikaner, der kann sich halt das teure Benzin nicht leisten. Ein neureicher Chinese in der Mittelschicht, der gerade sich einen neuen Audi gekauft hat, dem ist der Benzinpreis sowas von egal. Ja. Das heißt, da konkurrieren verschiedene Gruppen im Augenblick auf dem Weltmarkt. Und was wir eben beobachten, auch seit einigen Jahren, ist, dass der Ölverbrauch in den OECD-Ländern kontinuierlich abnimmt und der Ölverbrauch in den Non-OECD-Ländern, und das sind insbesondere so Schwellenländer wie China, Russland, Indien, auch Brasilien, der Ölverbrauch zunimmt. Brasilien ist übrigens Nettoimporteur von Öl. Und im Augenblick ist es quasi ein Nullsummenspiel. Aber in wenigen Jahren wird es kein Nullsummenspiel mehr sein. Das ist zum Beispiel die Ölförderung in der britischen Nordsee seit dem Jahr 2000. Nicht in der britischen, in der gesamten Nordsee. Das ist also England, Norwegen, Dänemark. Deutschland, da gibt es also auch noch ein kleines Offshore-Feld, aber das kann man vergessen. Und da sehen Sie, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann haben wir im Jahr 2000 ungefähr 6,5
Megabarrel gehabt, also 6,5 Milliarden, Millionen Barrel pro Tag. Und heute haben wir ja, unter 3, deutlich unter die Hälfte. Wo steht das in der Zeitung? Ja? In der Zeitung lesen Sie was von neuen Feldern, aber von der Depletion und dem Förderrückgang der Alten, das steht nicht drin. Na, komisch. Ich weiß es nicht, warum. Es ist, glaube ich, einfach auch ein mangelndes Verständnis der Situation. Wissen Sie, der sagenhafte Thatcher'sche Aufschwung der englischen Wirtschaft ist meiner Meinung nach im Wesentlichen begründet dadurch, dass England ein Ölland war und ein ölexportierendes Land. Und das Fördermaximum der englischen UK-Ölförderung war im Jahr 2000. Und 6 Jahre später, ungefähr 2006, ist England von einem ölexportierenden zu einem ölimportierenden Land geworden. Mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz und so weiter. Ne? Und heute ist die Herrlichkeit dahin. Und wenn Sie noch eins draufsetzen wollen, ja, und gucken sich das über die Zeit an, dann können Sie feststellen, dass bis zum Jahr 2006 die Engländer ihr Öl auf dem Weltmarkt für 20 bis 30 Dollar verschenkt haben. Und jetzt, wo sie importieren müssen, müssen sie es für über 100 Dollar einkaufen. Super, super gemacht. Die Ironie ist ja, wenn Sie die englische Wirtschaftspresse lesen zum Thema Öl, ne, dann schimpfen die Wall Street Journal und solche Leute über Resource Nationalism. Ne? Also dass also die Russen selber bestimmen, was sie mit ihrem Öl machen. Oder die Venezolaner, ne? Das geht ja gar nicht. Ne? Statt das billig an die Amis zu verscherbeln und alles und die ganzen Erlöse dann wieder in den Ölsektor zu investieren, wie sich das gehört, machen die irgendwas anders. Ne? Resource Nationalism. Dass die Amerikaner ein Gesetz haben, das den Ausfuhr von Öl verbietet, das kommt nicht vor, ne? Weil das ist ja was anderes. Wie es immer was anderes ist, wenn es die Amerikaner machen. Ja, wobei wir nicht glauben, dass das mit der Kohle beliebig ist. Wir haben auch dazu veröffentlicht, wir glauben auch, dass die Kohleverflüssigung im großen Umstand nie kommen wird. Ja. Einfach weil es eine gewaltige Energieverschwendung ist. Wenn Sie sich anschauen, wie die Energiebilanzen sind in Südafrika, wie viel Kohle man braucht, wie hoch der Wirkungsgrad ist, der liegt irgendwo zwischen 20% und 30%. Das heißt, das ist eine absolute Katastrophe. Dann brauchen Sie einen hohen Wasserbedarf und all diese Dinge. Dann müssen Sie das ja einphasen. Ne? Das ist immer so leicht gesagt, dann machen wir eben Kohleverflüssigung. Wer soll denn das unternehmerisch machen, solange es noch Öl gibt, das relativ billig in längst abgeschriebenen Raffinerien. Ja? Das heißt, Sie können gar keine Kohleverflüssigungsanlage in unserem Wirtschaftssystem bauen. Sie wären sofort pleite. Und Sie können es auch nicht in 10 Jahren und auch nicht in 20 Jahren. Sie können das nur in einer zentral gelenkten Wirtschaft könnten Sie das machen. Und dort, wo das in China der Fall ist und auch nur noch zum Teil der Fall, da stellen Sie dann fest, dass es einen Haufen andere Probleme gibt. Ja, zum Beispiel der riesige Wasserbedarf, den Sie bei der Kohleverflüssigung brauchen. Und dort, wo in China die Kohle ist, da gibt es kein Wasser. Ja, aber es ist auch eine Sache der statischen Reichweiten. Die gibt es ja nicht. Ne? Diese Rechteckkurven, waren ja auch beim Öl beliebt, so wie lange reicht das Öl. Also das war ja das Paradigma der 1970er Jahre. Ne? Die Katastrophe ist dann da, wenn man aufwacht und es gibt kein Öl mehr. Natürlich Quatsch. Ne? Sondern Ölförderungen gehen immer auch global in so einer Glockenkurve. Und die eigentliche Änderung, sozusagen der Strukturbruch, ist der Wendepunkt von immer mehr zu immer weniger. Und an diesem Wendepunkt befinden wir uns praktisch jetzt auf dem Plateau beim Öl. Und bei der Kohle ist dieser Wendepunkt nicht weit weg. Der einzige, wo es noch wirklich stark steigt in den letzten Jahren, auch unerwartet gestiegen ist, war China. Aber das geht nicht mehr lang. Auch wenn Sie die offiziellen chinesischen Statistiken anschauen, dann sind selbst diese statischen Reichweiten für China, die sind nur noch 20 Jahre für die chinesische Kohleförderung nach ihren eigenen offiziellen Angaben. Das heißt, die Kohleförderung kann man, weiß nicht,
noch ganz wenige Jahre ausweiten, wenn überhaupt. Und dann wird sie einbrechen. Und im Übrigen wird sie natürlich auch einbrechen müssen, weil die Chinesen in ihren Ballungszentren ja gerade dabei sind, sich selber auszurotten. Ne? Da gibt es ganz viele Antworten. Die erste Antwort ist, wir brauchen es nicht. Ne? Warum soll man eine gefährliche Technologie machen, wenn es ungefährliche Alternativen gibt? So, das ist ganz simpel. Das zweite ist, Uran ist genauso endlich wie das andere Zeug. Wir haben entsprechende Studien gemacht. Wenn Sie auf energywatchgroup.org gehen, da können Sie sich diese Studien runterladen. Da haben wir selber gar nichts erfunden. Wir haben nur die Statistiken der Internationalen Atomenergieorganisation ausgewertet. Und wenn Sie sich das anschauen, dann wissen Sie, dass ein massiver Ausbau der Kernenergie schon aus Ressourcengründen gar nicht geht. Das Zweite ist, die Technik ist offensichtlich nicht beherrschbar. Ja, und in bestimmten Kulturkreisen wie der japanischen schon zweimal nicht. Ja, weil denn das, was dort passiert, ist einfach unfassbar. Ja, und wir Deutsche sagen, unsere sind immer die sichersten. Ne? Solange, bis sie halt nicht mehr sind. Ne? Das ist alles, das ist ein Irrweg. Die Vorkommen der Minen, die Konzentrationen werden immer kleiner. Es gibt nur noch eine einzige Mine auf der Welt mit einer richtig schönen Konzentration, das ist Cigar Lake in Kanada. Und es gibt ein einziges Land auf der Welt, wo in den letzten Jahren die Uranförderung auch noch deutlich ausgeweitet wurde, und das ist Kasachstan. Und aus. Und überall woanders geht es zurück. Und die Konzentrationen werden immer, immer geringer, der Aufwand wird immer höher. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, im Seewasser, da ist ja genug Uran. Das stimmt, aber im Seewasser ist auch genug Gold, im Seewasser ist alles. Es gilt als besonders effizient, dass sie ganz wenig von, was weiß ich, ein Dutzend oder noch mehr seltenen Metallen in ihrem Handy haben. Ja. Die Konsequenz ist, das kriegen sie nie mehr raus. Ja, weil das in so geringer Konzentration da drin ist, dass sie einen irrsinnigen Energieaufwand bräuchten, um das jemals wieder so aufzukonzentrieren, dass es für eine weitere Verwendung notwendig ist. Das heißt, wir müssen uns langfristig auch überlegen, wie weit wir überhaupt mit dieser Effizienzhuberei gehen, ob das nicht in vielen Fällen auch ein Irrweg ist. Das ist ja super, ja. Vor allen Dingen müsste man diese Felder dann immer in Beziehung setzen zu dem, was man insgesamt schon gefunden hat. Man müsste in Beziehung setzen zu den Förderraten, die dann in Zukunft zu erwarten sind. Aber was Brasilien angeht, da haben wir natürlich die schöne Situation, dass wir jetzt vor ein paar Wochen die Berichte von dem sagenhaften Millionär in Brasilien gelesen haben, der pleite ist, weil er lauter Dry Holes gebohrt hat mit seinem Ölunternehmen. Und die brasilianische Ölförderung ist im Augenblick im Rückgang und nicht im Anstieg. Und man muss genau hinschauen. Petrobras ist einer der Staatskonzern dort, einer der höchst verschuldeten Unternehmen der Welt. Ja, da stimmen viele Sachen nicht zusammen. Und wenn Sie sich da in die Details begeben, dann stellen Sie sofort fest, dass diese Meldungen der großen Funde pure Propaganda sind. Ja. Wissen Sie, gerade die Ölindustrie erzählt Ihnen ja immer diese Sachen mit dem technologischen Fortschritt und so weiter. Ne? Dabei ist es ganz einfach. Sie können nur Öl fördern, das es erstens gibt, und dass sie zweitens schon gefunden haben. Sonst, ja. Und das Große findet man am leichtesten und zuerst, deswegen hat man es, das hat ja dieses eine Bild gezeigt, auch sehr früh gefunden. Da brauchen sie kein Hightech oder irgendwas. Das haben die Jungs da in der Wüste mit Tropenhelm und Hammer und einer geologischen Vorstellung über die Entstehung des Öls gefunden. Und die Großen kann man auch nicht leicht übersehen. Ja, das heißt, alle Großen hat man gefunden, da gibt es nichts. So, und mit Hightech, 3D-Seismik, 4D-Seismik, ja, da finden sie dann auch noch kleine Geschichten, das ist richtig. Ja. Nur, sie finden halt nur Stecknadeln im Heuhaufen.
Das nützt halt nichts mehr. Ja? Und Sie sehen es ja an der Förderung der Großen, der IOCs, der International Oil Companies. Sie geht zurück. Und bei der Energiewende, da bin ich im Augenblick absolut pessimistisch, weil da geht es offensichtlich darum, die Pfründen oder die Interessen der alten Energiekonzerne zu verteidigen. Energiewende wird völlig falsch runtergekocht auf den Strompreis, ja, als ob das große Problem wäre, obwohl politisch der Strompreis ja gemacht ist über Steuern, über die Entlastung der Industrie und so weiter. Und im Übrigen, wenn es tatsächlich um die armen Leute ginge, ja, dann gäbe es ja eine ganz einfache Lösung, nämlich eine Tarifstruktur, die bis zu einem gewissen sozusagen existenzsichernden Mindestverbrauch einen sehr niedrigen Strompreis hat und dann ab dann stark progressiv steigt. Ne? Also die ersten, was weiß ich, 1500 Kilowattstunden pro Jahr, die kosten halt 15 Euro Cent und ab jede 100 mehr steigt dann der Preis für die 100 dramatisch an. Derartige Tarifmodelle sind nicht Hirngespinste, sondern die gibt es in Basel zum Beispiel, derartige Modelle. Das heißt, das kann man alles politisch machen. Die Klimabegründung ist genauso stark. Ja, aber wir sehen ja, dass die politischen Reaktionen darauf genauso nicht erfolgen. Ja. Wir sichern in der Energiewende sichern wir die deutsche Braunkohle. Ne. Das ist ja wunderbar, super. Mit der Begründung, weil das ja global eh fast nichts ausmacht. Ne? Das immer, jeder Einzelne macht immer eh fast nichts aus. Ne? Also Energiewende hat mehrere Mängel. Erstens wird sie beschränkt auf den Stromsektor, was natürlich völliger Unsinn ist. Wenn man zurückgeht in die Literatur der 1970er Jahre, dann stellt man fest, dass dort alle fossilen Energieträger dabei waren bei einer gedachten Energiewende nach dem Schock der ersten Ölpreiskrisen, dass natürlich der Verkehr, der fossil getriebene Verkehr dazugehört. Ja. Aber in Deutschland ist jetzt Energiewende runtergekocht auf den Stromsektor. Und so wie ich das jetzt polemisch verkürze, es geht nur noch um den Ausstieg aus der Atomenergie, ohne das Geschäftsmodell der großen Konzerne zu gefährden. Das ist Energiewende, ne? Und das ist natürlich ein Witz. Wir haben ja die Degradation der Böden, haben wir ja maskiert durch den Einsatz von Dünger, durch den Einsatz von Pestiziden, die alle ganz stark von fossilen Energien abhängig sind, von fossilen Energieträgern abhängig sind. Wenn die wegfallen und diese Maskierung wegfällt, dann bleiben die schlechten Böden übrig. Ja, und zwar auf Dauer. Ein Riesenproblem. Und dann kommen natürlich Klimaänderungen hinzu, die vielleicht jetzt sowieso ganz andere lange Zyklen sind. Also wenn Sie beobachten, was jetzt gerade in Kalifornien passiert, das ist ja absolute Katastrophe. Ne? Also auf den Bergen, dort wo Kalifornien sein Wasser bezieht, im Norden, da sind jetzt im Winter 10% der Schneemenge, die üblich ist, zu dieser Jahreszeit, weil es eben nicht geschneit hat. Das heißt, es wird im Sommer kein Wasser geben. Es gibt jetzt schon kein Wasser. Wenn Sie sich das Grünland anschauen, da ist kein einziger Grashalm. Ich habe gerade vor kurzem mit einem gesprochen, der in Kalifornien war, mit einem Farmer, der hatte 4000 Rinder. Die stehen alle in Heuhaufen. Da, wo früher Wiese war, ist brauner Boden, ja. Und er sagt, er wird 2/3 seiner Rinder ganz schnell schlachten müssen, solange sie überhaupt Fleisch haben. Gehen wir an das Ende dieses 21. Jahrhunderts und schauen uns an, wie viel fossile Energien werden wir noch haben. Wir können es vergessen. Es ist fast nichts mehr. Das heißt, wir werden in wenigen Generationen in einer völlig anderen Welt leben müssen. Ja? Wir haben keine andere Wahl, als mit Erneuerbaren auszukommen. Ja, das geht, was denn sonst? Wir haben nichts anderes. Aber der Glaube, der auch in vielen Köpfen ist, steigen um auf erneuerbare Energien und dann geht alles so weiter, 1:1. Glaube ich überhaupt nicht. Ja,
schönste Beispiel ist ja Elektromobilität, ne? Also irgendwie, dass das mit dem Benzin und Diesel vielleicht irgendwann kritisch werden könnte. Außerdem gibt es die Emissionen und so weiter, Klima. Also schauen wir, dass wir das ein bisschen reduzieren. Und dann tun wir da Batterien rein und fahren elektrisch und dann geht alles so weiter. Nee, glaube ich nicht. Das ist diese, ich habe ja mal Ökonomie gelernt und da gibt es einen großen Nationalökonomen, der Alfred Marshall. Der hat ein grundlegendes Werk geschrieben und die Ökonomen, die arbeiten so mit komparativ-statischen Methoden. Das heißt, die ändern einen Parameter und schauen sich dann das System an, wie das dann ist mit diesem geänderten Parameter. Auf Englisch heißt es, oder auf Lateinisch ist es ceteris paribus, ja, und auf Englisch ist es other things being equal, und der Marshall hat es ja schön geschrieben, but in reality they never are. Ja. Das ist genau auch was hier zutrifft. Wir werden definitiv in einer anderen Welt landen. Ja. Und es geht darum, das zu verstehen und zu gestalten, die nicht nachhaltigen Sachen abzuschaffen. Ja. In der Politik zum Beispiel, ja, die Besteuerung nur der Arbeitseinkommen und all diese Sachen, das ist ja alles absurd. Ne. Das ist entstanden in einer bestimmten Zeit. Aber es wird so nicht funktionieren. Die Zukunft gibt es nicht, ja, sondern die Zukunft wird gemacht. Und natürlich kann sie nur nicht beliebig gemacht werden. Deswegen sagen wir, es geht um die Gestaltung. Und bei der Gestaltung, der konkrete Ansatzpunkt ist die Nicht-Nachhaltigkeit. Ich muss Sachen, von denen ich weiß, dass sie auf Dauer nicht funktionieren, von denen muss ich mich proaktiv trennen und nicht erst, wenn es nicht mehr anders geht. Und das ist genau der Schritt, der natürlich schwerfällt. Ja. Aber ist Nachhaltigkeit die alleinige Antwort? Nachhaltig, ich weiß nicht, was nachhaltig ist. Die Natur weiß es auch nicht. Das weiß man immer erst hinterher. Aber was nicht nachhaltig ist, das kann ich sehr wohl wissen. Ich weiß, dass Öl endlich ist. Ja. Jede einzelne Quelle. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, abiotische Ölentstehung, das kommt irgendwo aus dem Erdinnern und so weiter und es wächst dann wieder nach und solches Zeugs, ne? Da, meine Antwort ist, ich habe eine Erbtante in Texas, die hat mir 5 leere Ölfelder vererbt und ich suche einen Käufer. Ne? Hab noch, gibt keine, ne? Das ist ja klar. Ne? Eine ganz provokante Frage. Sie sagen, kurzfristig geht immer vor langfristig, der Ölkessel, der da ist. Können wir eigentlich irgendwas anderes machen, als noch wirklich ein fetten amerikanisches Auto kaufen und Spaß durch die Gegend fahren mit Cabrio und hoffen? Gibt es eine andere Alternative? Ihr Rezept, das ist ja auch, hat ja viele Anhänger. Das heißt, enjoy it while it lasts. Ne? Also, ja, das ist ja klar. Ja, aber ich und andere würden diese Vorträge nicht halten, wenn wir nicht meinen würden, dass es doch eine Chance für Vernunft gibt und dass es an der einen oder anderen Stelle, dann wenn auch spät, dann irgendwann mal auch das Richtige passiert wird. Also, das ist so, wie Churchill über die Amis gesagt hat, das kennen Sie ja wahrscheinlich alle, der gesagt hat, die Amerikaner machen immer irgendwann das Richtige, aber erst nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. Ja, und wahrscheinlich ist es bei uns genauso.